Go Buster! Buster, was siehst du da am Himmel? Oh wow, den Weihnachtsmann! Er fliegt sehr schnell. Oh oh, ich glaube, er stürzt ab. Schnell, Buster, geh und sieh, ob der Weihnachtsmann Hilfe braucht. Oh wow, da sind der Schlitten und die Rentiere. Und schau, da ist der Weihnachtsmann. Oh. Oh je, der Schlitten ist kaputt. Wie soll der Weihnachtsmann nun die Geschenke rechtzeitig liefern? Ich frag mich, ob Buster helfen kann. Ich glaube, der Weihnachtsmann hat eine Idee. Woran er wohl denkt? Wow, der Weihnachtsmann sitzt auf Buster. Und was ist das für ein magischer Glitter? Oh, Gesundheit, Buster. Na, los geht's. Pass auf den Baum auf. Warte. Wow, Buster kann fliegen. Genau wie Santas Schlitten. Jetzt können sie die Geschenke rechtzeitig liefern. Sieh, da ist Scout. Wo kam das Geschenk her? Gute Arbeit, Buster und Weihnachtsmann. Da ist Diggly. Er dekoriert den Weihnachtsbaum auf dem Stadtplatz. Frohe Weihnachten, Diggly. Da ist Terry auf seinem Bauernhof. Buster und der Weihnachtsmann haben für ihn auch ein Geschenk hinterlassen. Wow, alle Geschenke wurden geliefert. Gut gemacht, Buster. Du hast dem Weihnachtsmann geholfen. Jetzt ist er wieder zu Hause am Nordpol. Das magische Puder wieder. Jetzt verstehe ich, das magische Puder ließ Buster fliegen. Frohe Weihnachten. Buster, der Bus, sieht aus, als hätte er Spaß beim Drachenfliegen. Pass auf! Oh nein, Scout ist aus Versehen in Buster gekracht. Und jetzt ist sein Drachen weggeflogen. Das hat Scout sicher nicht mit Absicht gemacht, Buster. Schau, was ist das? Ein Brief und er ist an den Weihnachtsmann adressiert. Aber er wurde nicht zugestellt. Ich denke, Buster hat eine Idee. Er wird den Brief selber ausliefern, um sicherzugehen, dass der Weihnachtsmann ihn bekommt. Oh nein, der Brief! Puh, danke für deine Hilfe, Robin. Buster fährt los. Es ist ein weiter Weg zum Nordpol, wo der Weihnachtsmann wohnt. Es ist kalt und schwierig. Pass auf, dass du dich nicht verfährst, Buster. Oh je. Fast da, Buster. Was ist das? Rentierspuren? Schau, da ist der Weihnachtsmann. Buster hat's geschafft. Der Weihnachtsmann begrüßt Buster. Los, gib ihm den Brief. Buster ist so weit gefahren, um ihn zu liefern. Mal sehen, was drin steht. Wow, es wird gefragt, ob der Weihnachtsmann Buster einen Drachen schenken kann. Er ist von Scout. Was für eine tolle Freundin Scout ist. Ich glaube, der Weihnachtsmann weiß, was zu tun ist. Du hast den Brief toll geliefert, Buster. Es ist Weihnachten. Wach auf, Buster. Oh, da ist nichts unterm Baum. Vielleicht hatte der Weihnachtsmann nicht genug Zeit. Warte, da ist doch ein Geschenk. Frohe Weihnachten, Buster. Und da ist es genauso, wie Scout es gewünscht hatte. Ein Drachen, um den Verlorenen von Buster zu ersetzen. Danke, Scout. Was für ein rücksichtsvolles Weihnachtsgeschenk. Es ist ein stürmischer Tag auf dem Bauernhof. Guck mal, ich glaube, Terry hat etwas, das er Buster zeigen will. Hey, da ist Monty, der Heißluftballon. Er ist ein alter Freund von Terry. Sag Hallo, Buster. Es muss so viel Spaß machen, durch die Luft fliegen zu können wie ein Ballon. Aber, oh je, der Wind wird stärker. Ich hoffe, Monty fliegt nicht weg. Oh nein, das Seil ist gerissen. Und jetzt bläst der Wind Monty davon. Schnell, Buster, du musst ihm hinterherjagen. Wer weiß, wo er sonst hingeblasen wird. Monty ist so hoch oben. Wie wirst du ihn runterholen? Schau, ein Seil.
Ich frag mich, was Buster im Sinn hat. Beeilt euch, Leute, ihr müsst Monty überholen. Was wird Buster wohl tun? Oh, natürlich, ein Lasso. Fang ihn ein, Cowboy. Ah, so knapp. Aber Monty fliegt weiter davon. Es muss doch einen Weg geben, Monty zu retten. Was hat Buster jetzt gesehen? Es ist Iggy, der Eiswagen. Mit ganz vielen Ballons. Ich glaube, ich weiß, was Buster plant. Schau, Buster hat all die Ballons an sich festgebunden und jetzt fliegt er in den Himmel hoch. Los, Buster, du schaffst das. Halt Monty fest. Fast. 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 Du hast ihn. Gut gemacht, Buster, du hast den Tag gerettet. Monty sieht sehr dankbar aus. Ah, Monty ist wieder fest angebunden. Er wird nicht davonfliegen wie der Ballon dort. Gute Arbeit, Buster. Du siehst heute sehr glücklich aus, Buster. Was hast du gesehen? Oh, wow, ein Kätzchen. So süß. Vorsichtig, Buster. Du bist sehr groß und die Katze ist sehr klein. Oh je, ich glaube, du hast ihr Angst eingejagt, Buster. Ich frag mich, wo sie hingeht. Du bist zu groß, um unter den Zaun zu passen, Buster. Du musst drum herum gehen. Wo ist das Kätzchen nun hingeraten? Oh, sie steckt auf dem großen Baum fest. Du musst sie retten, Buster. Ein Trampolin? Was für eine gute Idee. Da kann das Kätzchen weich drauf landen. Sie springt? Oh nein, das Kätzchen ist direkt wieder auf dem Baum gelandet. Lass uns etwas anderes versuchen. Ein Netz? Gute Idee, Buster. Vorsichtig, sachte, sachte. Oh, schau, eine Biene. Bleib ganz still, Buster. Ich glaube nicht, dass sie dir zuleide möchte, aber... Oh je, Gesundheit, Buster. Das Netz ist auch kaputt. Da musst du noch mal überlegen. Warte, ich glaube, Buster hat noch eine Idee. Natürlich, Buster hat Ashley das Löschfahrzeug geholt. Sie kann das Kätzchen mit ihrer langen Leiter erreichen. So geht es. Das Kätzchen wird gleich in Sicherheit sein. Oh nein, ich glaube, das Kätzchen hat zu viel Angst, um die Leiter runterzuklettern. Ich frage mich, was Buster plant. Oh ja, der Wollknäuel vom Kätzchen. Sie wird runterkommen, um damit zu spielen. Schau, wie fröhlich das Kätzchen ist. Sie kommt jetzt die Leiter runter. Endlich sicher und zufrieden. Gute Arbeit, Buster. Ich frage mich, was Buster und Digger da machen. Wow, wer hat das gemalt? Sieht aus, als möchtet ihr Eiscreme haben. Digger, das ist ja eine riesige Eiswaffel. Oh, schau, hier kommt Iggy, der Eiswagen. Buster und Digger möchten, dass Iggy ihnen hilft, das riesige Eis anzurichten. Nun lasst uns sehen. Oh, Kirschen. Das ist ein leckerer Geschmack. Das nehmen wir. Wow, seht euch das ganze Eis an. So, als nächstes brauchen wir blaue Eiscreme. Heidelbeeren? Perfekt. Das sieht so gut aus, Buster. Okay, und jetzt gelb. Bananen. Gute Wahl. Du möchtest mehr? Okay, das muss jetzt aber die letzte Wahl sein, sonst wird es zu groß. Ah, Apfel. Das wird ja ein super leckeres Eis. Noch einmal anstrengen, Iggy. Das Eis sieht aber sehr wackelig aus. Gib Acht, Digger. Robin holt Scout ab, damit sie sehen kann, was Buster und Digger für ihren Geburtstag vorbereitet haben. Folge Robin, Scout.
herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Scout. Das ist das größte Eis, das ich je gesehen habe. Oh nein, Digger. Pass auf, Scout. Das war knapp. Puste die Kerzen aus, Scout. Jetzt könnt ihr alle das Eis genießen. Es schmeckt wirklich gut. Miam. Kommt herbei und hört das Märchen von Buster, dem Zauberer. Hier kommt Buster, der Bus. Er fährt wohl durch einen verwunschenen Wald. Aber halt, was ist das am Wegrand? Ich glaube, es ist ein Zauberbuch. Wow, Buster kann es verwenden, um zu zaubern. Schau mal, da sind Scout, Terry und Jessie auf dem Stadtplatz. Ich glaube, Buster wird versuchen, ein paar Zaubersprüche auszuprobieren. Mal sehen. Wow, ein Zauberhut! Buster zaubert wirklich. Ich frage mich, welchen Zauber Buster verwenden kann, um Terry zu helfen. Abracadabra. Wow, Buster hat die Pflanzen wachsen lassen. Gute Arbeit, Zauberer Buster. Was für andere Zauber sind im Zauberbuch? Der Bienenzauber? Oh, schau! Buster hat Scout in eine Biene verwandelt. Es macht ihr so viel Spaß, herumzufliegen. Ich glaube, Jessie will auch fliegen. Was für Zauber gibt es dafür? Seifenblasen? Cool! Jessie schwebt in einer Seifenblase. Gute Arbeit, Zauberer Buster. Oh, schau, er ist sehr schläfrig. Zeit für ein Nickerchen, Buster? Oh je, ich glaube, irgendwas ist schiefgegangen. Die Magie ist außer Kontrolle. Schnell, Buster, du musst alles wieder zum Alten zurückkehren. Beeil dich, Buster. Puh, alle Zauber sind umgekehrt. Aber ich glaube, Busters Freunde sind nicht sehr zufrieden mit ihm. Buster legt das Zauberbuch zurück, wo er es gefunden hat. Das ist vermutlich besser so. Und das ist das Ende des Märchens von Buster, dem Zauberer. Danke fürs Zuhören. Hallo, Buster. Wow, guck dir den gruseligen grünen Schleim an. Du spritzt das überall hin. Schau, da ist Terry, der Traktor. Ich glaube nicht, dass er mit Schleim überzogen werden möchte. Schau, wie vorsichtig er ist. Brumm. Warte, pass auf, Buster. Du fährst direkt auf Terry zu. Puh, das war knapp. Pass auf, Buster. Oh nein, du hast Terry mit Schleim bespritzt. Ich glaube nicht, dass er begeistert ist. Buster zieht wieder los. Er hat großen Spaß in dem grünen Schleim. Vorsicht! Oh nein, Buster steckt in dem klebrigen Schleim fest. Oh je, er steckt wirklich fest. Die Sonne geht unter und es wird dunkel. Gruselig. Ich hoffe, Buster übersteht das. Schaut mal alle, da ist Terry Traktor. Er kommt zur Rettung des Tages. Terry sieht darüber aber gar nicht glücklich aus. Bitte hilf Buster Terry. Er braucht nur einen großen Schubs. Schafft er das? Eins, zwei, los geht's. Hurra! Danke, Terry. Oh, Buster. Zum Glück war Terry Traktor da, um Buster vor dem klebrigen grünen Schleim zu retten. Tschüss, Terry. Tschüss, Buster. Schau, da ist Scout. Und da ist Buster. Ich glaube, sie spielen Fangen. Was hat Buster gesehen? Oh, wow, ein Irrgarten. Scout fährt hinein. Na los, Buster. Versuch, sie zu finden. Ich frag mich, wo lang Scout gegangen ist. Da ist sie. Los geht es. Sie schlängeln sich durch den Irrgarten. Welchen Weg sollte Buster jetzt nehmen? Hier lang. Oh, schau, eine gelbe Blume. Wie hübsch. Ein paar Mal abbiegen und wo lang denn diesmal? Hier lang. Warte mal, da ist die Blume wieder. Buster ist im Kreis gegangen. Vielleicht sollte er rückwärts gehen, um den Ausgang zu finden? Da ist Scout. Sie hat sich auch verirrt. Oh, Buster und Scout haben sich gefunden. Zum Glück. Aber jetzt müssen sie beide den Ausgang finden.
Scout balanciert auf Busters Dach. Vielleicht kann sie so den richtigen Weg sehen? Da ist er. Gute Arbeit, Scout. Sie fahren schnell Richtung Ausgang. Aber wo lang? Oh je, sie sind immer noch verirrt. Schau, Reifenspuren. Sie können diesen bis zum Ausgang folgen. Gute Idee, Buster. Da ist die Blume wieder. Ein bisschen weiter und hurra! Sie haben es geschafft. Gute Teamarbeit, ihr zwei. Schau, da ist Rita, der Sportwagen. Sie rast in den Irrgarten. Ach je, ich denke, da werden Buster und Scout ihr helfen müssen, damit sie wieder hinausfindet. Schau, da ist Buster, der Bus, an einem schönen Morgen. Was hat er heute wohl vor? Sind das Samen? Wow! Buster möchte Obst und Gemüse anpflanzen. Buster fährt zu seinem Gemüsebeet und schaut sich die Anleitung an. Zuerst muss er ein Loch buddeln, in das er die Samen einstreuen kann. Buster fängt an zu graben. Oh je, das könnte lange dauern. Aber schau, da ist Diggly. Er wird helfen können. Diggly ist der beste Bagger und er hilft seinen Freunden immer gerne. Diggly wird die Löcher für die Samen im Nu fertig haben. Da, kein Problem. Jetzt pflanzt Buster all die Samen in den Löchern und liest den zweiten Schritt. Sonnenschein! Die Samen brauchen Sonnenschein, um zu wachsen. Aber oh nein, es ist bewölkt. Aber schau, da ist Monty, der Heißluftballon. Vielleicht kann er helfen. So, Monty hat die Wolke weggeschoben. Jetzt wachsen die Samen. Und der dritte Schritt. Regen? Sieht aus, als gäbe es noch einen Job für Monty. Er hüpft auf der Wolke und perfekt! Jetzt müssen sie nur warten, bis die Samen gewachsen sind. Viele Tage vergehen. Die Pflanzen werden größer. Dann, eines schönen Morgens, guckt Buster auf seinen Kalender. Heute ist es soweit! Schau! Rote Tomaten, orange Kürbisse, gelber Mais, grüne Bohnen und lila Auberginen. Gut gemacht, Buster! Schaut auf all die bunten Früchte und Gemüse, die er gezüchtet hat. Jetzt kann er sie mit seinen Freunden teilen. Es ist Buster der Bus. Ich frag mich, was er heute macht. Eine Ostereiersuche. Da ist ein Osterei. Gute Arbeit, Buster. Da ist noch eins. Das sind zwei. Und drei, vier, fünf, so viele. Wow, das sind so viele Ostereier, Buster. Die sehen lecker aus. Buster liebt Schokoeier. Lecker. Buster isst so viele Eier, wie er will. Guten Morgen, Buster. Oh je, Buster sieht gar nicht gut aus. Er hat Bauchweh. Ich glaube, er hat zu viele Schoko-Ostereier gegessen. Da kommt Scout das Auto, um nach Buster zu sehen. Er sieht sehr krank aus. Armer Buster. Scout wird ihn zu Amber, dem Krankenwagen, bringen. Sie kann helfen. Da ist Amber. Sie weiß immer, wie man kleine Busse gesund machen kann. Ja, Buster ist wirklich krank. Aber zum Glück hat Amber Medizin dagegen. Mund weit auf, Buster. Das wird dir helfen. Aber das ist nicht alles. Damit sein Bauchweh weggeht, muss Buster etwas Gesundes essen. Zum Beispiel einen Apfel. Hier, das wird Busters verstimmten Bauch beruhigen. Am nächsten Tag fühlt Buster sich viel besser. Oh hey, das ist Diggly der Bagger. Was hat Diggly da? Oh oh, nicht noch ein Schoko-Osterei. Ich glaube, Buster hatte dieses Ostern genug Schokoeier. Es ist Herbst und Buster, der Bus und seine Freunde spielen draußen.
Schau, wie die Blätter von den Bäumen fallen. Was ist das? Ich glaube, Scout hat eine Spielidee. Oh, Scout möchte Verstecken spielen. Was für eine tolle Idee. Buster, du zählst, während alle anderen sich verstecken. Tony, der Truck, versteckt sich in der Scheune. Jesse, der Jeep, versteckt sich unter dem Kasten. Diggly, der Bagger, buddelt ein Loch hinter den Büschen. Schnell, Scout! Du musst ein Versteck finden, bevor Buster mit Zählen fertig ist. Aber wo? Drei, zwei, eins. Alles muss versteckt sein. Wo sind sie alle? Buster geht suchen. Ist jemand in der Scheune versteckt? Ja, du hast Tony den Truck gefunden, Buster. Was ist mit diesen Kästen? Versteckt sich dort jemand? Wohl nicht. Warte mal eine Minute. Folgt der Kasten, Buster? Das heißt dann, ja, du hast Jesse den Jeep gefunden. Gute Arbeit. Und die Büsche da? Versteckt sich dort jemand? Schau, da ist Robin. Hast du das gesehen? Ich frag mich, ob... Richtig, du hast Diggly den Bagger gefunden, Buster. Hurra! Jetzt ist nur Scout übrig. Ich frag mich, wo sie sich versteckt. Warte, ist dir an dem Haufen Blättern etwas Komisches aufgefallen? Da ist Scout. Gut gemacht, Buster. Du hast alle Verstecke deiner Freunde gefunden. Hat das nicht Spaß gemacht? Buster, der Bus und Scout das Auto spielen Fußball. Buster schießt. Tor. Gut gemacht, Buster. Gute Arbeit. Wow, da ist ein Fußballbus. Er spielt für die große Busfußballmannschaft. Er möchte, dass Buster kommt und versucht, für das Team zu spielen. Aber oh nein, Buster ist zu schüchtern. Scout ermutigt ihn und Buster sagt, okay, er wird morgen zum großen Spiel kommen. Scout ist sehr stolz auf ihren Freund, aber Buster ist immer noch nervös. In der Nacht schläft Buster friedlich in seiner Garage. Buster träumt davon, dass er in der Busfußballmannschaft spielt. Das Spiel beginnt. Aber oh je, die Busse spielen ruppig. Jetzt ist Buster dran mit Tor. Er versucht ihn zu retten, aber oh je, die Fußballbusse sehen nicht sehr beeindruckt aus. Armer Buster, er hat sich so sehr angestrengt. Es war nur ein böser Traum. Aber jetzt ist Buster noch aufgeregter, für das Team zu spielen. Aber Scout tut ihr Bestes, um ihn zu ermutigen. Buster schafft das. Sie glaubt an ihn. Jetzt ist es Zeit für das große Spiel. Robin pfeift und das Spiel beginnt. Oh nein, der rote Bus ist verletzt. Er kann nicht mehr spielen. Buster muss einspringen. Komm schon, Buster, du kannst es schaffen. Buster schießt den Ball und das Spiel geht weiter. Buster geht jetzt ins Tor. Der blaue Bus schießt und... Buster hat ihn abgewehrt. Klasse, Buster. Das hast du echt gut gemacht. Hurra! Das war sehr mutig von Buster, so anzutreten. Hallo, Buster. Sieht so aus, als wäre es ein heißer Tag in der Wüste. Wow, guck mal da vorne. Ein großer Berg, aus dem Rauch aufsteigt. Wie komisch. Was war das? Es ist Rita, das Sportauto. Sie rast auf den rauchenden Berg zu. Ich glaube, sie will um die Wette fahren. Buster und Rita rasen zusammen durch die Wüste. Rita ist schneller. Los, Buster, du kannst es schaffen. Schau mal, Buster verwendet die Rampe, um Rita hinterherzuspringen. Puh, das war ein lustiges Rennen zum Gipfel. Aber halt, was ist das? Heiße, flüssige Lava? Ich glaube, das ist ein Vulkan. Er könnte jederzeit ausbrechen. Oh oh, Buster. Pass auf mit dem Stein. Oh nein, er ist in die Lava gefallen. Puh, nichts passiert. Oh nein, der Vulkan bricht aus. Schnell weg hier. Oh.
Oh je, Feuerbälle schießen aus dem Vulkan. Passt auf, die sind bestimmt super heiß. Warte, Buster hält an. Oh nein, Rita steckt im Sand fest. Buster ist mutig und hilft seiner neuen Freundin. Gute Arbeit, Buster. Jetzt fahrt schnell weg. Schneller, schneller. Puh, das war knapp. Hier kommt Ashley, das Feuerwehrauto. Sie sieht nicht glücklich aus. Sie muss jetzt all die Feuer löschen. Buster und Rita sagen nichts. Sie haben schließlich nicht absichtlich den Vulkan ausbrechen lassen. Das war knapp. Aber Buster hat jetzt eine neue Freundin. Tschüss, Buster. Tschüss, Rita. Das sind Buster und Robin. Buster scheint das Kaugummi sehr zu genießen. Was ist das? Flaschenpost. Ich frage mich, was drin steht. Wow, es ist eine Schatzkarte. Das X markiert den Punkt. Buster und Robin werden den vergrabenen Schatz finden. So, in welche Richtung sollen sie gehen? Das ist der Steg. Und guck mal, da ist die einsame Insel. Sie haben es gefunden. Oh je, das Wasser ist voller Haie. Sie müssen einen sicheren Weg zur anderen Seite finden. Schau, da ist Katrina, das Dampfboot. Sie steckt auf dem Strand fest. Sie könnte einen Schubs zurück ins Wasser gebrauchen. Genau so, Buster. Gut gemacht. Super, Katrina ist zurück im Wasser. Ach, herrje, sie hat ein Loch. Katrina könnte sinken, wenn das niemand repariert. Ich glaube, Buster hat einen Plan. Ich frage mich, was er mit dem Kaugummi macht. Oh, er verwendet das Kaugummi, um das Loch zu verschließen. Sehr schlau, Buster. Jetzt können die Haie euch nicht fangen. Nächster Halt, einsame Insel. Super, Buster ist auf der Insel angekommen. Jetzt muss er nur noch den Schatz finden. Er muss hier irgendwo sein. Da, das X markiert den Punkt. Buster gräbt tief. Wow, eine Schatztruhe. Schau, eine Goldmünze. Ich frage mich, wofür Buster sie wohl verwenden wird. Schau, Diggly repariert Katrinas Leck. Oh, Buster verwendet die Münze, um Diggly zu bezahlen. Er hilft Katrina, repariert zu werden, um sich bei seiner neuen Freundin zu bedanken. Wie lieb von ihm. Was für ein lustiges Abenteuer. Schau, da sind Buster, Scout und Diggly. Es ist Heiligabend und sie freuen sich auf den Weihnachtsmann, der Geschenke bringt. Zeit fürs Bett. Der Weihnachtsmann kommt nicht, wenn ihr wach seid. Oh oh, da ist der heimtückische Bösewicht Bandit Bus. Was er jetzt wohl ausheckt. Der Weihnachtsmann legt Geschenke unter den Baum. Er ist sehr fleißig heute Nacht. Oh nein, Bandit klaut alle Geschenke unterm Baum. Was für ein Bösewicht er ist. Jetzt schleicht er sich weg. Ups, geschieht Bandit recht. Was hat er jetzt gesehen? Den goldenen Weihnachtsstern. Er wird den auch klauen. Oh je, er versucht ihn vom Baum zu ziehen. Schau. Jetzt ist Bandit ganz verheddert. Er wird lange brauchen, sich zu befreien. Es hat die ganze Nacht gedauert, aber Bandit ist endlich frei. Jetzt schleicht er sich mit den Geschenken davon. Oh, armer Buster. Alle Geschenke wurden gestohlen. Ihr sieht traurig aus. Bandit ist wirklich der Übelste. Aber warte, was ist das? Was macht Bandit? Schau, Bandit legt alle Geschenke zurück unter den Baum. Vielleicht ist er doch nicht so gemein. Juhu! Alle Geschenke sind da. Buster ist sehr glücklich. Frohe Weihnachten! Da ist der Weihnachtsmann. Er scheint mit Bandit nicht zufrieden zu sein. Aber was ist das? Er hat für Bandit auch ein Geschenk unter den Baum gelegt. Bandit hat es sich verdient, weil er die Geschenke zurückgelegt hat. Du hast das Richtige getan, Bandit. Frohe Weihnachten! Schau, es ist Jessie der Cheep.
Sie hat einen Kuchen. Wow, der sieht lecker aus. Aber da kommt Bandit Bus. Er sieht verschmitzt aus. Oh nein, er isst Jessys Kuchen. Das ist gar nicht fair. Arme Jessie. Hier kommt Buster der Bus. Und da ist Bandit, der zu schnell fährt. Sieh, Buster spielt mit Scout. Er hat ihr einen Fußball geschenkt. Sieh, wie Scout sich freut. Sieh mal, Diggly baut einen bunten Turm. Aber hier kommt Bandit. Ich frag mich, was dieser schreckliche Mobber jetzt vorhat. Oh nein, er hat Digglys Turm umgeschmissen. Bandit ist eine Bedrohung. Oh je, er hat Scouts Ball gesehen. Bandit klaut den Ball für sich selbst. Was für ein Mobber. Buster will etwas tun. Die arme Scout ist so traurig. Buster will seiner Freundin helfen. Er wird sich gegen Bandit einsetzen und ihn überzeugen, den Ball zurückzugeben. Ich glaube nicht, dass Bandit Buster zuhören wird. Er wird ihn stattdessen mobben. Das ist nicht fair. Aber warte, Jessie steht neben Buster. Scout ist auch hier, um zu helfen. Sie haben alle die Nase voll von Bandit. Da ist Otis, das Polizeiauto. Er freut sich an seinem Eis. Ups, Bandit hat rückwärts Otis gerammt. Otis sieht wütend aus. Geschieht Bandit ganz recht, wo er so gemein zu allen war. Jetzt können Buster, Scout und Jessie in Frieden zusammen Fußball spielen. Jetzt, wo Bandit sie nicht mehr mobben kann. Ich glaube, Buster schläft schon wieder. Wo bist du, Buster? Sieh mal all die riesigen bunten Bälle und Spielzeuge. Sieht aus wie ein toller Ort für ein Abenteuer. Lasst uns sehen, was Buster finden kann. Wow, sieh dir den Teddy an. Schau, wie groß der ist. Er sieht so weich und kuschelig aus. Genau, Buster, kuschele ihn. Er sieht so kuschelig aus. Oh nein, Buster, was ist das für ein Geräusch? Eine riesige Kralle. Ich glaube, Buster ist in einem riesigen Greifautomaten. Buster, pass auf, sie kommt auf dich zu. Los, Buster. Oh nein. Puh, Buster, es war nur ein schlechter Traum. Sieh, da ist Scout. Es scheint, als wäre Buster noch etwas erschrocken. Aber du musst keine Angst haben, Buster. Schau, Buster, Scout möchte dir etwas zeigen. Was das wohl ist? Oh nein, ein Greifautomat. Buster sieht verängstigt aus. Scout hat keine Angst davor. Vielleicht macht es ja Spaß. Keine Sorge, Buster. Scout ist bei dir. Schau, Buster, es ist der Teddy. Versuch doch, ihn zu gewinnen. Na los, Buster, sei mutig. Du schaffst das. Okay, Buster, lasst uns den Teddy holen. Immer sagte, so sieht das gut aus. Okay, alles oder nichts. Hast du es bekommen? Was ist das? Das ist nicht der Teddy. Oh, es ist ein kleiner gelber Bus. Das Spielzeug sieht so aus wie du, Buster. Da lachen Scout und Buster. Buster hat seine Angst vor dem Greifautomaten überwunden. Hallo, Buster. Du siehst heute aber schmutzig aus. Es macht so viel Spaß, in Matschpfützen zu spielen. Na los, Buster. Zeit für die Autowäsche. Da wirst du ganz schnell wieder sauber. Hallo, Tony Truck. Ups, er hat das Stromkabel gezogen. Oh nein, die Waschanlage ist ausgeschaltet worden und Buster steckt darin fest. Schnell, Scout, Buster braucht deine Hilfe. Er steckt wirklich eng fest. Vielleicht kannst du ihn anschieben. Oh, das geht nicht. Er bewegt sich nicht. Es wird schon gut, Buster. Scout geht Hilfe holen.
Seid tapfer! Wow, hier kommt Scout! Und sie hat Ashley das Löschfahrzeug, Amber den Krankenwagen und Otis das Polizeiauto mitgebracht. Jetzt wird alles wieder gut, Buster. Die Notfahrzeuge sind alle hier, um zu helfen. Ich glaube, Ashley hat einen Plan. Halt den Strick gut fest, Buster. Sie werden dich freiziehen. Und jetzt alle zusammen. Zieht! So stark, wie ihr könnt. Na los, alle Mann. Was ist das? Scout hat gesehen, dass der Stecker rausgezogen wurde. Vielleicht, wenn sie ihn wieder reinsteckt? Ja, die Autowaschanlage ist wieder angeschaltet und Buster ist befreit. Oh, wie erleichtert wir sind. Gute Zusammenarbeit. Wach auf, Buster. Es ist ein brandneuer Tag. Aber warte mal, es gibt keine Farben. Wie komisch. Sogar Robin ist farblos. Schau, Robin. Buster hat dich wieder eingefärbt. Gut gemacht, Buster. Oh nein, das Entlein sieht traurig aus. Sie hat ihre Farbe verloren. Vielleicht kann Buster ihr helfen. Großartig, die Farbe ist wieder da. Oh, schau, wie glücklich das Entlein nun ist. Oh, schau, Terrys Hof hat auch seine Farbe verloren. Kann Buster helfen? Natürlich kann er das. Du hast das magische Etwas, Buster. Oh nein, nicht auch noch Scout. Schnell, Buster. Hilf ihr, wieder bunt zu sein. Na bitte, Scout. Alles wieder so, wie es gehört. Schau, Buster kann sogar Farben von Sachen ändern. Jetzt ist der Ball grün. Und jetzt ist der Ball lila. Buster weiß, wie man Dinge einfärbt. Wow, Buster hat Scout regenbogenfarbig gemacht. Jetzt ist er auch regenbogenfarbig. Er ist Buster, der Regenbogenbus. Da ist Terry wieder. Jetzt ist er Regenbogen-Terry. Und schau die Felder an. Und die Scheune. Überall Regenbogenfarben. Erstaunlich, Buster hat sogar die Wolken anders eingefärbt. Da fehlt nur noch eine Sache. Natürlich ein Regenbogen. Der Regenbogenbus fährt über den Regenbogen. Tschüss. Oh, Buster. Es war nur ein Traum. Und es regnet draußen. Oh, das tut mir leid, Buster. Warte, vielleicht hast du ja doch Magie, Buster. Du hast die Sonne heraus. Hallo, Buster. Das ist ja eine hübsche Blume. Was für ein schöner, sonniger Tag es ist. Buster ist heute sehr glücklich. Und schau mal da, ein toller, saftiger, roter Apfel. Beeil dich, Buster, sonst kommst du zu spät zur Schule. Der Unterricht hat schon angefangen. Schnell! Oh je, ich glaube nicht, dass der Lehrer es gut findet, dass du zu spät bist, Buster. Pass jetzt gut im Unterricht auf. Sieht aus, als solltest du heute durch die Hütchen fahren. Hier kommt Robin. Aufpassen, Buster. Lass dich nicht ablenken. Oh je, der Lehrer sieht gar nicht glücklich aus. Es ist Zeit, durch die Hütchen zu fahren. Der orange Bus fährt zuerst. Ruhig und langsam, so geht's. Der Lehrer scheint zufrieden. Jetzt bist du dran, Buster. Viel Glück! Oh, langsamer, Buster. Du fährst die Hütchen um. Versuche, zwischen den Hütchen zu bleiben. Oh je, das ist nicht, was du machen solltest. Das hast du nun vom Herumrasen. Der Lehrer ist sehr enttäuscht. Die Schule ist zu Ende. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Ich glaube, Buster ist traurig, weil er im Unterricht nicht das gemacht hat, was ihm gesagt wurde. Vielleicht sollte er sich beim Lehrer entschuldigen. Der Lehrer sieht sehr müde aus. Es war für ihn auch ein langer Tag. Ich glaube, er könnte etwas Aufheiterung gebrauchen. Was könntest du nur? Der Apfel. Super Idee, Buster. Das ist sehr lieb von dir. Und du hast den Lehrer aufgemuntert. Komm schon, Buster. Du schaffst das jetzt. Ruhig und langsam. Genau. Du konzentrierst dich und machst es richtig toll, Buster. Du hast es geschafft.
Gute Arbeit, Buster. Super gemacht. Hallo allerseits. Was für ein schöner Sonnenuntergang. Ich wette, Buster hatte heute viel Spaß in der Sonne. Ich frage mich, was das für ein grüner Schleim ist. Oh nein, es ist auf Buster getropft und ich glaube, er hat es nicht gemerkt. Was passiert da? Irgendwas stimmt nicht. Sieh mal, wie all die Grabsteine und Kürbisse erscheinen. Wie gruselig. Und was ist mit Buster passiert? Ich glaube, der grüne Schleim hat Buster in einen Zombie verwandelt. Das ist ein riesiger Kürbis, den Digger da schnitzt. Und es sieht super aus. Wer ist das? Oh nein, es ist Zombie-Buster. Digger hat große Angst. Aber ich glaube nicht, dass Buster weiß, wie er aussieht. Oh, sieh, da ist Scout. Buster ist so froh, sie zu sehen. Oh nein, sie scheint auch Angst zu haben. Oh nein, Scout versteckt sich vor Buster genau wie Digger auch. Armer Buster, er ist so traurig und allein. Komm raus, Scout. Buster ist dein Freund. Ich glaube, Scout hat eine Idee. Sie will, dass Buster ihr folgt. Siehst du, Buster? Du siehst aus wie ein Zombie. Deshalb haben alle Angst vor dir. Keine Sorge, Buster. Sieh mal, der Schleim klebt auch an Scouts Rad. Ich glaube, Scout hat einen Plan. Eine Autowäsche? Gute Idee, Scout. Buster liebt eine Autowäsche. Juhu, das Ende ist ab. Buster ist kein Zombie. Das war sehr gruselig, Buster. Liebe Güte, Scout, du hörst dich an wie ein Wolf. Frohes Halloween. Hallo, Buster. Sieht ja nach einem Tag aus, um Spaß zu haben. Oh nein, da ist Bandit der Bus. Buster, pass auf oder ihr stoßt zusammen. Warte, was passiert da? Oh wow, du schwebst in der Luft. Das ist ja unglaublich, Buster. Meinst du kannst fliegen? Oh wow, du bist zu einem Superhelden geworden. Du bist so schnell. Super Buster ist hier. Juhu! Was hat Buster gesehen? Da ist Otis, das Polizeiauto. Ich frag mich, was Otis in dem Tunnel sucht. Warte, da ist Bandit der Bus. Was macht er nur? Das sieht gar nicht gut aus. Oh nein, er hat den Felsblock über den Rand geschubst und Otis im Tunnel eingesperrt. Du musst ihn retten, Buster. Damit kannst du Bandit den Bus nicht davonkommen lassen. Der Felsblock sieht sehr schwer aus. Es ist okay, Buster. Du bist jetzt ein Superheld. Du kannst ihn retten. Oh, Buster, deine Augen. Wow, du hast ja Laseraugen. Gut gemacht, Buster. Du hast Otis befreit. Jetzt lass uns den frechen Bandit-Bus fangen. Da ist Bandit. Sieht aus, als hätte er schon wieder nichts Gutes im Sinn. Scout, pass auf. Arme Scout. Schau, wer da kommt. Jetzt kriegst du Ärger. Super Buster ist hier. Buster, du kannst ihn aufhalten. Super Buster ist zu stark für Bandit. Das sollte ihn stoppen. Jetzt muss Buster nur Scout aus dem Teich helfen. Sieh mal Bandit an. Er steckt jetzt fest. Oh, es war alles nur ein Tagtraum. Ich glaube nicht, dass der Lehrer darüber froh ist. Seht mal, da ist Buster, unser gelber Lieblingsbus. Aber Moment mal, du siehst nicht so strahlend und gelb aus wie sonst. Oh, Buster, ich glaube, du brauchst neue Farbe. Du siehst ein bisschen heruntergekommen aus. Tolle Idee! Eine Fahrt in die Lackiererei wird es richten. Dieser Kunde sieht sehr zufrieden aus. Buster kann es kaum erwarten, einen neuen gelben Farbanstrich zu bekommen. Bald wird er wieder wie neu aussehen. Was war denn das? Du hast dich erschrocken, was, Buster? Oh nein! Buster hat die Farbdosen verwechselt. Ich glaube nicht, dass er es gemerkt hat. Ob das wohl die richtige Farbe sein wird? Los geht's, Buster! Ein schöner neuer Anstrich in Gelb. Oh nein, das ist kein Gelb. Buster hat mit roter Farbe gesprüht. Ich glaube, er hat es noch gar nicht bemerkt. Sieh dich doch nur an, Buster. Du bist ein roter Bus. Schnell, wieder zurück in die Lackiererei.
Oh nein, du hast alle Farben umgestoßen. Woher willst du denn jetzt wissen, welche Farbe welche ist? Dann mal los. Oh nein, das stimmt aber nicht. Buster ist nun blau. Jessie sieht sehr erstaunt aus. Das ist, weil du blau aussiehst, Buster. Vielleicht klappt es ja dieses Mal mit der gelben Farbe. Nein, noch immer kein Gelb. Jetzt ist Buster grün. Tony ist schon ganz verwirrt. Noch nie hat der Buster den Bus grün erlebt. Vielleicht hat er beim vierten Mal Glück. Mach die Augen zu und wünsche dir Gelb, Buster. Oh nein! Jessie und Scout erkennen dich noch immer nicht, Buster. Buster ist jetzt pink. Warte, Buster. So geht es doch auch nicht. Buster, der Regenbogenbus. Ich glaube nicht, dass Robin das gut findet. Welche Farbdose soll er nun auswählen? Eine von denen muss doch gelb sein. Der Moment der Wahrheit. Puh, jetzt haben wir es geschafft. Das ist Buster, der Bus, wie wir ihn kennen, mit einer glänzend neuen gelben Farbschicht. Das war ja ein richtig buntes Buster. Oh wow, ein Fußball. Sieh, da ist Scout. Sie möchte spielen. Toller Schuss, Buster. Gut gemacht, Scout. Wer fährt da die Straße entlang? Es ist Tony, der Truck. Oh nein, Buster, vorsichtig, wo du den Ball hinschießt. Pass auf Tony auf. Autsch, das muss wehtun. Ich hoffe, Tony ist okay. Buster, du musst vorsichtiger sein. Pass auf den Nagel auf. Oh nein, jetzt hat Buster ein Loch im Reifen. Sieh mal, Scout. Tony, der Truck, braucht Hilfe. Ich weiß, wen wir brauchen. Hurra! Amber, der Krankenwagen. Gute Arbeit, Scout. Heute ist ein ereignisreicher Tag. Ich hoffe, dir geht's bald besser, Tony. Oh, Buster, das sieht schmerzhaft aus. Aber keine Sorge, es war ein Unfall. Tony ist jetzt in guten Händen und Amber wird bald zurück sein. Buster, sieh, da ist Amber. Jetzt bist du dran. Ab zur Werkstatt mit Buster. Aha. Oh wow, Tony sieht gut aus. Buster bekommt einen neuen Reifen. Alles repariert. Oh, Buster, Unfälle passieren. Sei nächstes Mal vorsichtiger. Super Schuss, Buster. Oh nein, nicht nochmal. Buster ist jetzt vorsichtiger. Schau links, schau rechts. Genau so geht es. Gut gemacht, Buster. Hierher, Buster. Hallo, Buster. Oh. Oh nein, Buster sieht ziemlich krank aus. Hallo, Scout. Wie es scheint, will Scout spielen. Ich glaube nicht, dass es Buster heute gut genug geht, um zu spielen. Er fühlt sich wirklich krank. Schnell, Scout, hol Hilfe her. Oh, armer Buster. Das wird schon wieder. Jeder ist ab und zu mal krank. Seht mal, Scout hat Amber die Ambulanz geholt, damit sie mal nach Buster sieht. Gute Idee, Scout. Amber weiß bestimmt, was zu tun ist, damit Buster sich bald wieder besser fühlt. Es sieht so aus, als würde Amber Buster in seine Garage bringen. Lasst uns mal nachschauen, ob sie herausfinden kann, was mit Buster los ist. Zuerst überprüfen wir mal Busters Räder. Das seht mal, dieser hier hat gar keine Luft mehr drauf. Er muss aufgepumpt werden. Geschafft. Schon besser. Und Buster sieht auch gleich wieder gesünder aus. Aber so richtig gut geht es dir noch immer nicht. Genau, lasst uns mal Busters Temperatur messen mit einem Fieberthermometer. Das sieht gar nicht gut aus, Buster. Jetzt muss Amber mal Busters Motor durchsehen. Oh nein, Buster verliert Öl. Deshalb fühlt er sich unwohl. Amber kriegt das schon wieder hin mit ihrem Schraubenschlüssel. Alles ist gut, Buster. Gleich ist es geschafft. Nur noch ein paar Mal drehen. Und fertig. Gut gemacht, Amber. Buster scheint wieder ganz der Alte zu sein. Ich glaube, dass du dich wieder wohl genug fühlst, um rauszugehen und zu spielen, Buster.
Er sieht sehr zufrieden aus. Das ist Buster, wie wir ihn kennen und lieben. Es ist Zeit für Amber, wieder loszufahren. Mach's gut, Amber, und danke, dass du dich um Buster gekümmert hast. Scout und Buster gehen jetzt spielen. Macht's gut. Morgen, Buster. Oh, sieh doch nur diese schönen Fotos von dir und deiner Mama. Wäre es nicht toll, wenn du ihr etwas schenkst, weil sie so wundervoll ist? Und Buster fährt los, um etwas für seine Mutter zu besorgen. Oh wow, was ist das denn? Ein riesiger Greifautomat. Dieser Teddy dort wäre perfekt für deine Mama. Ich glaube, Buster will versuchen, ihn zu gewinnen. Komm schon, Buster, du schaffst es. Ganz sachte jetzt. Oh nein, du hast ihn fallen gelassen. Gleich hast du ihn. Geschafft. Gut gemacht, Buster. Deine Mama wird ihn lieben. Oh, hallo kleines Rotkehlchen. Robin ist gekommen, um Buster auf der Suche nach weiteren Geschenken für seine Mutter zu helfen. Ich glaube, Robin hat da was erspäht. Was ist es, Robin? Oh, ein wunderschöner Blumenstrauß. Gut gemacht, Robin. Ich frage mich, was Buster seiner Mutter noch geben könnte. Oh, seht nur! Ein Ballon! Schnell, Buster, fang ihn! Oh nein, du bist nicht schnell genug, Buster! Der Ballon fliegt weg! Komm schon, Robin! Wir wissen doch alle, wie gut du im Ballon fangen bist! Haha, gut gemacht! Was für ein schöner Ballon! Er hat ja ein strahlendes Gesicht! Danke für deine Hilfe! Mach's gut, Robin! Sieh nur, Buster, da ist deine Mama! Oh, Buster ist so glücklich, sie zu sehen. Und sie scheint sich so über ihre tollen Geschenke zu freuen. Oh, was für ein schöner Tag, was, Buster? Mama ist wirklich die Beste. Guten Morgen, Buster. Oh, sieh doch nur diese schönen Fotos von dir und deiner Mama. Wäre es nicht toll, wenn du ihr etwas schenkst, weil sie so wundervoll ist? Und Buster fährt los, um etwas für seine Mutter zu besorgen. Oh wow, was ist das denn? Ein riesiger Greifautomat. Dieser Teddy dort wäre perfekt für deine Mama. Ich glaube, Buster will versuchen, ihn zu gewinnen. Komm schon, Buster, du schaffst es. Ganz sachte jetzt. Oh nein, du hast ihn fallen gelassen. Gleich hast du ihn. Geschafft. Gut gemacht, Buster. Deine Mama wird ihn lieben. Hallo kleines Rotkehlchen, Robin ist gekommen, um Buster auf der Suche nach weiteren Geschenken für seine Mutter zu helfen. Ich glaube, Robin hat da was erspäht. Was ist es, Robin? Oh, ein wunderschöner Blumenstrauß. Gut gemacht, Robin. Ich frage mich, was Buster seiner Mutter noch geben könnte. Oh, seht nur. Ballon! Schnell, Buster, fang ihn! Oh nein, du bist nicht schnell genug, Buster! Der Ballon fliegt weg! Komm schon, Robin! Wir wissen doch alle, wie gut du im Ballon fangen bist! Gut gemacht! Was für ein schöner Ballon! Er hat ja ein strahlendes Gesicht! Danke für deine Hilfe! Mach's gut, Robin! Sieh nur, Buster, da ist deine Mama. Oh, Buster ist so glücklich, sie zu sehen. Und sie scheint sich so über ihre tollen Geschenke zu freuen. Oh, was für ein schöner Tag, was, Buster? Mama ist wirklich... Sieh mal, da ist Buster der Bus. Er verbringt den Tag am Strand. Sieht es nicht toll aus? Oh nein, Buster, deine Reifen stecken im Sand fest. Das war aber nicht geplant. Sieh dir Digger an. Er bleibt nicht stecken, da er auf Ketten läuft. Und wer ist das? Sandy, die Möwe. Ich frage mich, ob Sandy helfen kann. Ich glaube, sie möchte, dass du ihr folgst, Buster. Genau, Buster. Wenn du jeweils nur einen Reifen bewegst, bleibst du nicht noch einmal stecken. Digger buddelt ein Loch. Oh, pass auf, Buster. Was ist das? Ein Eimer und Schaufel? Ich glaube, Sandy möchte, dass du ihr hilfst, eine Sandburg zu bauen. Nur ein bisschen mehr Sand
umdrehen und schwuppdiwupp, eine Sandburg. Super Buster, sieht gut aus. Gut gemacht. Oh, wow. Diggers Sandburg ist fantastisch. Sie ist viel größer als deine. Eher, warte, Buster, pass auf, da ist ein Loch. Wenigstens ist Digger da und kann dir wieder raushelfen. Ich glaube, Digger ist wirklich stolz auf seine tolle Sandburg. Oh nein, Sandy, nicht da landen. Du wirst die Sandburg kaputt machen. Ich denke, Sandy weiß gar nicht, was sie macht. Oh nein, es ist nur noch ein großer Haufen Sand. Und was ist das für ein Geräusch? Eine Welle! Passt auf! Armer Digger. Aber warte, nicht alle Sandburgen wurden zerstört. Busters kleine Burg steht noch und ist jetzt dank Sandy die größte und beste. Tschüss ihr alle, hoffe ihr hattet einen tollen Tag am Strand. Hier kommt Buster der Bus. Ich frage mich, was er wohl heute so anstellen wird. Was ist denn das? Sieh dir mal diese Plakatwand an, Buster. Diese Reifen sehen ja so glänzend und neu aus. Vielleicht wäre es auch für dich an der Zeit, neue Reifen zu bekommen, Buster. Und los geht's. Oh, seht mal, da ist Jessie Geländewagen. Wie es scheint, hat sie Probleme, den Berg hinaufzukommen. Hier kommt Buster. Arme Jessie. Ich glaube, sie braucht etwas Hilfe, Buster. Ihre Räder scheinen nicht richtig zu greifen. Gleich hast du es geschafft, Jessie. Weiter so. Oh, Buster, ich weiß, dass du dir neue Reifen besorgen willst, aber deine Freundin Jessie braucht Hilfe. Oh nein, Jessie rutscht wieder zurück. Gut gemacht, Buster. Du bist zurückgekommen, um Jessie zu helfen. Das war sehr nett von dir. Oh nein, jetzt sieht es so aus, als stimmt etwas nicht mit Jessies Anhänger. Anscheinend schiebt dessen Gewicht sie zu schnell den Berg hinab. Sie hat die Kontrolle verloren, Buster. Schnell, Buster, du musst helfen. Das wird schon, Jessie. Buster ist gleich bei dir. Gut gemacht, Buster. Pass auf den Anhänger auf, damit er sich nicht überschlägt. Oh nein, da vorne ist schon die Werkstatt. Sie wird es nicht schaffen, rechtzeitig zu bremsen. Gute Idee, Buster. Benutze deine Bremsen, um Jessie langsamer zu machen. Das war ganz schön knapp. Gut gemacht, Buster. Und sieh mal, da sind die glänzenden neuen Reifen, die du wolltest. Arme Jessie, ihre Räder sehen auch ganz mitgenommen aus. Buster, ich glaube, jemand hat sie nötiger als du. Richtig so, Buster, gut gemacht. Jessie braucht wirklich neue Reifen. Die sehen toll aus, Jessie. Jetzt wirst du keine Probleme mehr haben, den Anhänger zu ziehen und Berge hinaufzufahren wird ein Kinderspiel. Mach's gut, Buster. Mach's gut, Jessie. Wow, Buster, sieh dir mal diesen roten Luftballon an. Warum versuchst du nicht, ihn zu fangen? Das war ein guter Versuch, Buster, aber leider fliegt er weiter. Oh, Buster sieht traurig aus. Hey, kleines Rotkehlchen, vielleicht kannst du helfen, den roten Ballon zu fangen. Geschafft! Danke, Robin. Der Ballon sieht toll aus, Buster. Oh, seht mal, da ist noch einer. Dieser ist grün. Schnell, Robin, und fang ihn. Gut gemacht. Jetzt hast du zwei Ballons, Buster. Wow, seht euch nur all die bunten Ballons an. Du weißt, was du zu tun hast, Robin. Buster, die Ballons lassen dich ja schweben. Robin kann Buster nicht mehr sehen. Da oben ist er, Robin. Buster kann fliegen. Es ist in Ordnung, Buster. Hab keine Angst. Schau dir doch nur die tolle Aussicht an. Terry hat keine Ahnung, woher das Hupen kommt. Hier oben, Terry. Ist das ein Vogel? Ein Flugzeug? Nein, es ist Buster der Bus. Sowas sieht man wirklich nicht alle Tage. Oh, Buster, so langsam schwebst du aber ziemlich hoch hinaus. Terry sieht da unten schon ganz klein aus. Ich glaube, so langsam fürchtet sich Buster. Du willst ja nicht bis ins All fliegen, Buster. Robin, du musst ihm helfen. Tolle Idee. Wenn du die Ballons zerplatzt, dann wird Buster hoffentlich langsam nach unten sinken. Oh nein, Buster fährt jetzt ziemlich schnell. Das ist in Ordnung, Buster. Gleich bist du unten. Noch ein paar mehr Ballons, Robin. Und Landung. Buster ist froh, wieder auf festem Boden zu stehen. Ich glaube, wir sollten das Fliegen in der Zukunft Robin überlassen, Buster. Oh, wohin fliegt Robin denn? Noch ein Ballon? Ich glaube, Buster hat heute erstmal genug von Luftballons.
Mach's gut, Basta. Mach's gut, Robin. Basta, der Bus ist zum Spielen herausgekommen. Pass auf die rote Farbe dort auf, Basta. Oh, Basta ist mitten hindurchgefahren. Schau mal, Basta, du hast mit deinen Rädern rote Linien gezogen. Ich glaube, Basta hat eine Idee. Gut gemacht, du hast einen Kreis gemalt. Ein Kreis ist rund und hat die gleiche Form wie ein Rad, Basta. Und jetzt hast du den Kreis ausgemalt, Basta. Es ist ein roter Kreis. Oh, hallo, Scout. Komm her und mach mit. Wir lernen gerade etwas über die Formen. Welche Form malt denn Scout? Es ist ein Quadrat. Ein blaues Quadrat. Ein Quadrat hat vier gleich lange Seiten. Hallo, Digger. Digger ist gekommen, um mit Basta und Scout Formen zu malen. Welche Form wird Digger wohl malen? Digger ist nicht ganz so schnell wie Basta und Scout. Das ist in Ordnung. Digger wird gleich fertig sein. Es ist ein Dreieck. Ein Dreieck hat drei Seiten. Ein gelbes Dreieck. Digger hat so lange gebraucht, um seine Form zu malen, dass Basta und Scout eingeschlafen sind. Aufwachen, ihr zwei. Was können wir denn noch für Formen zeichnen? Ein grünes Rechteck. Gute Arbeit, Basta. Ein goldener Stern. Der sieht fantastisch aus, Scout. Und ein hübsches rosa Herz. Digger malt eine Raute. Oh, seht doch nur all die Farben. Es ist eine wundervolle Regenbogenraute. So viele verschiedene bunte Formen. Diese zu lernen hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben ein Quadrat, einen Kreis, ein Dreieck, einen Stern, ein Herz, ein Rechteck und eine Raute gemalt. Gut gemacht, alle miteinander. Hallo, Basta. Und hallo, Digger. Ihr habt ja eine große Sandburg gebaut. Da ist Sandy Möwe. Pass auf, Sandy, stell dich nicht auf die Sandburg, sonst... Oh nein, armer Digger und Basta. Geh weg, Sandy, frecher Vogel. Was hast du gesehen, Basta? Da steckt eine rote Form aus dem Boden. Was das wohl ist? Gute Arbeit, Digger. Es ist ein Dreieck. Das ist ja toll. Und schau, Sandy hat eine gelbe Form gefunden. Es ist ein Kreis. Kannst du noch mehr finden, Sandy? Hier ist noch eine. Diese ist blau. Schnell ausbuddeln. Das ist ein Quadrat. Es hat vier Seiten. Wow, da sind so viele Formen. Dreiecke, Kreise, Rechtecke, Sechsecke. Sandy, warte, nein. Oh Mann, Sandburgen zerfallen so leicht. Warte mal, ich glaube, Basta hat eine Idee. Basta und Digger sammeln alle Formen. Was sie damit wohl machen wollen? Sie stellen alle aufeinander. Ich glaube, sie bauen einen Turm. Nur noch ein Stück ganz obendrauf. Genau so, Basta. Vorsichtig. Da, perfekt. Wow, Basta und Digger haben einen Turm aus Formen gebaut. Was für eine super Idee. Jetzt können sie wieder ihre Sandburg bauen. Und schau, Sandy kann auf etwas stehen, das nicht zerfällt. Gute Arbeit, Basta. Tschüss, Basta. Tschüss, Digger. Hallo, Basta. Oh, wow, sieh dir das an. Du bist im Wilden Westen. Und schau dir deinen Cowboy-Hut an. Das muss der Sheriff sein mit seinem goldenen Stern. Oh, schau, ein Lasso. Gute Arbeit, Basta. Jetzt bist du ein echter Cowboy. Da ist Terry. Zieh deinen Hut, um Hallo zu sagen. Terry scheint nicht beeindruckt zu sein. Warte. Das ist Bandit Bus. Und was hat er auf seinem Rücken? Einen Beutel. Ich glaube, er hat den Süßwarenladen überfallen. Was für ein Bösewicht er ist. Du musst ihn aufhalten, Basta.
Schnell, Buster! Er entkommt! Verfolge ihn! Wach auf, Sheriff! Da ist ein Räuber auf freiem Fuß! Sie rasen die Schienen entlang! Schneller, Buster! Du kannst Bandit nicht entkommen lassen! Wow, Bandit ist vor Suki den Zug gesprungen! Warte, bis der Zug vorbei ist und... Wo ist er hin? Oh nein, er fährt in die andere Richtung! Das war heimtückisch! Ihm nach, Buster! Bandit versucht, Buster im Kaktusfeld abzuschütteln. Vorsichtig, Buster. Die sind wirklich spitz. Du hast ihn fast erwischt. Pass auf! Bist du okay, Buster? Oh nein, der Kaktus hat deinen Reifen durchstochen. Bandit rast davon. Oh nein, mit einem Platten wirst du ihn nie fangen. Warte, natürlich! Das Lasso! Fang ihn damit ein, Buster. 1, 2, 3, los! Großartig, du hast es geschafft. Du hast Bandit gefangen. Und da ist Sheriff Otis. Ich bin mir sicher, dass er sehr dankbar ist. So, jetzt ist Bandit im Gefängnis, wo er hingehört. Oh wow, du hast jetzt auch eine Polizeimarke. Sheriff Buster, wie toll. Wow, das war ja ein aufregender Traum. Frohe Fahrt, Buster. Hallo, Buster. Was ist auf deinem Poster? Ein Löschfahrzeug? Das sieht ja aufregend aus. Schau, da ist Ashley, das Löschfahrzeug. Ich glaube, Buster möchte der Feuerwehr beitreten. Na los, Buster. Es ist Zeit, dich für deinen ersten Tag auf deiner neuen Arbeit fertig zu machen. Nur ein paar kleine Änderungen und... Wow, schau dir das an. Buster sieht wirklich wie ein Löschfahrzeug aus. Er hat eine Leiter, eine Sirene und einen Schlauch. Oh oh, der Feueralarm. Irgendwo ist ein Feuer. Ashley muss los und sich darum kümmern. Du bleib hier, Buster. Hallo, da ist Tony, der Truck. Pass auf die Pfütze auf. Der gefallene Kasten hat ein Feuer verursacht. In der Feuerwache. Was machen wir jetzt? Schnell, Buster, das Löschfahrzeug. Lösch das Feuer. Oh oh, das Feuer hat sich aufs Dach ausgebreitet. Halte den Wasserstrahl drauf, Buster. Hurra, Robin ist zur Hilfe da. Und Ashley ist auch zurück. Ihr schafft das, wenn ihr zusammenarbeitet. Zwei Löschfahrzeuge sind besser als eins. Puh, das Feuer ist endlich aus. Gute Arbeit, Buster und Ashley. Schau, da ist das Poster wieder. Aber warte mal eine Sekunde. Jetzt ist Buster auf dem Poster. Wow, du bist wirklich ein Held, Buster. Hallo, Buster. Was ist das? Ein Fußball. Oh, schau, Buster. All deine Freunde sind da und möchten Fußball spielen. Und sie brauchen noch einen Mitspieler. Na los, Buster. Das wird sehr viel Spaß machen. Anpfiff. Oh, zu langsam, Buster. CJ, der Betonmischer, zielt für einen Schuss. Kann Jesse Chief ihn halten? Na los, Jesse, du schaffst das. Oh, so knapp. Aber Tor! Gut geschossen, CJ. Toller Kopfball, Buster. Was für ein Schuss, Scout. Gute Abwehr, Digger. Haha, Scout hat Digger den Ball zugespielt. Scout geht jetzt aufs Tor los. Weiter, Scout. Keiner kann sie jetzt angreifen. Tor. Toll gemacht, Scout. Jesse zu Scout. Scout gibt ihn ab. Toller Schuss, Digger. Direkt zu Bandit. Oh, das war aber grob, Bandit. Wird Bandit jetzt ein Tor schießen? Kann Jesse ihn diesmal halten? Oh nein, Jesse hat den Ball zerplatzt. Ist das Spiel jetzt zu Ende? Oh, so ein Glück. Otis hat einen Ersatzball. Das Spiel geht weiter. Jetzt geht's so richtig los. Buster geht aufs Tor zu. Oh nein, Bandit-Bus schubst Buster. Das ist ein Foul. Richtige Entscheidung, Robin. Bandit hat eine rote Karte bekommen. Robin schickt Bandit vom Platz. So ist das, wenn man zu grob spielt. Jetzt nimmt Buster einen Elfmeter. Komm schon, Buster! Tor!
Du hast es geschafft, Buster. Du hast gewonnen und sogar einen schönen Pokal bekommen. Das hat Spaß gemacht. Hey, Buster. Oh, du siehst ein bisschen müde aus. Buster ist eingeschlafen. Aber was ist denn das? Barthaare? Eine Stupsnase? Und Ohren? Es ist Buster, der Osterhase. Gut schaust du aus. Ich glaube, er mag sein neues Stummschwänzchen. Wohin er wohl jetzt fährt? Osterhasenaufträge erledigen, hoffe ich doch. Oh, was ist denn das? Auf dieser Seite des Hügels befindet sich ein Hasenbau. Ich frage mich, wohin dieser Tunnel wohl führt. Da kommt er auf der anderen Seite wieder heraus. Oh, seht mal. Terry Traktor macht ein Schläfchen. Wow, Buster der Osterhase hat Terry ein buntes Osterei geschenkt. Und weiter geht's, um noch mehr Osterfreude zu verbreiten. Ich frage mich, wohin dieser Tunnel wohl führt. Hierher, Busterhäschen. Robin schläft tief und fest. Es ist an der Zeit, noch ein Osterei zu verschenken. Dieses ist für Robin, wenn sie wieder aufwacht. Und weiter geht's einen anderen Tunnel entlang. Wer ist denn das? Es ist Jessie Cheep. Ach, sie schläft. Buster, der Osterhase, schenkt auch ihr ein Ei, das sie beim Aufwachen finden wird. Buster, der Osterhase, hat ja so viel zu tun. All diese Eier verteilen sich nicht von selbst. Ich frage mich, für wen Buster Herzchen wohl noch Eier hat. Da ist Digger der Bagger. Sei leise, Buster, und versuch ihn nicht aufzuwecken. Da ist ja ein Ei in Diggers Schaufel. Gute Idee, Busterhäschen. Oh weh, ich glaube, Buster der Osterhase ist ein wenig müde. Aufwachen, Buster. Oh, Busterhäschen, das war alles nur ein Traum. Wie schade, dass all die Eier nicht echt waren. Aber was ist denn das? Es ist ein Osterei. Oh toll, der echte Osterhase hat ein Ei für Buster dagelassen. Was hat der kleine Bus nur für ein Glück? Ich frag mich, was Buster wohl gesehen hat. Ein Softplay-Bereich? Oh wow, sieh mal, da bauen Scout und Digger eine Brücke. Da passt Scout perfekt runter. Und was ist da drüben? Ich glaube, das ist ein Bällebad. Ja, das ist es. Na los, Buster, worauf wartest du? Juhu! Toller Sprung, Buster. Oh, sieh mal, da ist Billy der Bulldozer. Er springt auf dem Trampolin. Sieht aus, als hätte er sehr großen Spaß. Wow, Digger, das machst du super am Klettergerüst. Weiter so. Ich frag mich, warum Billy all die Formen herumschiebt. Oh, damit Digger darauf landen kann. Tolle Landung, Digger. Oh, Scout, sei vorsichtig. Das sieht schwierig zu balancieren aus. Oh, wow, Scout, du bist ein Pro. Auf die Plätze. Fertig. Los. Wer wird gewinnen? Das ist so knapp. Scout wird Erste. Gut gemacht, Scout. Vielleicht gewinnst du nächstes Mal, Buster. Das sah nach viel Spaß aus. Ich glaube, Digger möchte Verstecken spielen. Gute Idee. Okay, Buster. Fang an zu zählen, während die anderen sich verstecken. Oh, gute Idee, Scout und Billy. Das ist ein super Versteck. Digger geht sich im Bällebad verstecken. Und Billy oben auf der Rutsche. Alles muss versteckt sein. Kannst du deine Freunde finden, Buster? Wo können sie nur sein? Da nicht. Keine Sorge, Buster, du wirst sie finden. Du musst nur weitersuchen. Da ist Billy. Gut gefunden, Buster. Nur zwei übrig. Das sieht komisch aus. Oh, da ist Scout. Gut gemacht. Nur noch einen. Lass uns im Bällebad nachsehen. Oh, Digger. Super Versteck. Was für ein großartiges Spiel. Hallo, Tony-Lieferwagen. Tony scheint nicht auf die Straße zu achten. Oh, seht mal, da ist Frankie der Frosch. Er ist gekommen, um Hallo zu sagen. Pass auf, Tony. Puh, das war knapp. Oh nein, es sieht so aus, als hätte Tony ein paar Pakete verloren. Du musst nächstes Mal besser aufpassen, Frankie. Beinahe hätte Tony dich überfahren. So ein frecher Frosch. Seht mal, Tony hat einiges von seiner Fracht verloren. Das sieht aus wie eine Flasche mit Schaumbad. Sieht so aus, als ob Frankie eine tolle Idee hätte. Haha, seht ihn euch an. Wohin rollst du dich denn jetzt? Aus der Flasche steigen Seifenblasen auf. Seht mal, da ist Buster der Bus. Ich glaube, Buster will sehen, wohin Frankie rollt. Da sind noch mehr Seifenblasen.
sieht so aus, als hättest du eine Schaumbrille auf, Buster. Hey, Scout, warum kommst du nicht mit auf unser schaumiges Abenteuer? Scout will in den Seifenblasen spielen. Überall sind welche. Oh, ich mag deinen Hut, Scout. Du siehst witzig aus mit deinem Schnurrbart, Buster. Sieht so aus, als wäre Frankie zum See unterwegs. Ich glaube, dieser freche Frosch hat eine Idee. Da rollt er in den See. Seht ihn euch an. Überall Seifenblasen. Wow, er hat uns ein Schaumbad gemacht. Seht doch nur all die Seifenblasen blubbern. Na los, Buster und Scout. Springt rein. Sie haben so viel Spaß, in den Seifenblasen zu spielen. Sieht so aus, als sei Frankie der Seifenblasenkapitän des Seifenblasensees. Hier kommt Scout mit einem mächtigen Seifenblasenplanscher. So viele Seifenblasen überall. Oh, wo ist Frankie denn jetzt? Dort ist er. Ich glaube, es ist nun Zeit zu gehen. Mach's gut, Frankie. Danke für das Seifenblasenabenteuer. Oh, wow. Buster ist jetzt eine Rakete und er fliegt ins All. 5, 4, 3, 2, 1, Start! Schau, wie Buster losdüst! Super, du hast es geschafft, Buster! Du bist jetzt im All! Was für ein cooler Ort. Ich glaube, Buster möchte das All erkunden. Schau mal, ein roter Planet. Lass ihn uns näher betrachten. Hallo, kleiner Weltraumfreund. Ich wette, dieser Außerirdische hat noch nie einen Bus gesehen. Wohin geht es jetzt, Buster? Oh, ein gelber Planet. Er ist so hübsch mit dem riesigen Ring um ihn herum. Sieh mal, Buster fährt auf dem Ring herum. Lass uns mal sehen, wie schnell du das kannst. Wow, das hat Spaß gemacht. Was hat Buster jetzt gesehen? Ein lila Planet. Ist der nicht riesig? Wow, Buster fliegt rund um die Planeten. Um den lila Planeten, den gelben Planeten und den roten Planeten. Aber warte! Oh nein! Ein blauer Planet! Buster ist zu schnell! Ich glaube, er wird da drauf prallen! Oh, was für ein Glück! Es war nur ein Traum! Alles ist gut, Buster! Schau, Scout benutzt ihr Teleskop, um sich den Nachthimmel anzusehen! Schau du auch mal, Buster! Da sind der lila Planet, der gelbe Planet und der rote Planet! Hallo, kleiner Weltraumfreund! Schau, Buster kommt heute früh in der Schule an. Da sind Scout und Diggy. Ups, Buster ist auf Öl ausgerutscht. Oh je, die Tafel ist zerstört. Scout rutscht auch aus. Puh, oh nein. Die Uhr ist auch kaputt. Was für ein Schlamassel. Hey! Und hier kommt der Lehrer. Sie müssen alles ganz schnell wieder sauber machen. Aber die Tafel ist zu schwer für Scout. Und Diggly kann die Buchstaben nicht aufheben. Buster versucht, die Uhr zu reparieren. Aber da sind so viele Teile. Ich glaube, Buster hat einen Plan. Sie können tauschen. Scout kann alle Buchstaben einsammeln. Dann können Diggly und Buster die Tafel zusammen hochheben. Scout kennt ihr ABC. Sie kann die Buchstaben zurücklegen. Jetzt die Uhr. Diggly kann die reparieren. Er liebt es, Maschinen zu reparieren. Da, alles fertig. Gerade rechtzeitig. Hier kommt der Lehrer. Alles sieht wieder normal aus.
außer der Buchstabe. Und die Zeit stimmt nicht.